So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Meine Aufnahme hat im letzten Part grandios gefailt. Das Video war unanschaubar. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das bei mir immer schief geht. Naja, egal. Fakt ist, es ist quasi nichts passiert im letzten Part. Wir sind zurück ins Dorf gekommen, haben Gengar verbal aufs Maul gegeben und alles, was Gengar dazu zu sagen hatte, war Ugegegege. Und Ugegegegege. Und Ugegegege. Entsprechend haben wir nur noch ein paar Missionen gemacht und sind jetzt, ja, im Dorf und machen Missionen. Bis wieder Story kommt. Guten Morgen, Mii. Flap, 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 flap. Speaking of. Hallo, Missionen. Klonk. Flap, 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 flap. So, schauen wir doch mal, was da so im Briefkasten ist. Schon wieder Post, Zeitung. Ja, neue Teampartner. Lagern, brauche ich nicht lesen. Extrablatt, das möchte ich gerne lesen. Da, Mii unschuldig Teil 1, genau. Er traf auf Vulnona auf dem Klirrberg. Vulnona bezeugte, dass Mii nicht der Mensch aus der Legende ist. Gengars Behauptungen haben sie damit als böswillige Lügen herausgestört. Gestellt, nicht gestört. Gengars empörter Kommentar dazu. Das ist das, was ich meinte. Alles, was Gengar sagte, ist. War. Und jetzt können wir mal gucken, was wir hier noch so auf der Jobliste haben. Wir haben Stahlberg, Stülpklamm, Donnerberg. Ich schau mal hinten auf dem Questbrett. Nee, erstmal schaue ich hier, was du im Angebot hast. Dupdidu. Ach hey, wie es scheint, hast du keinen Platz. Ich muss lagern. So. Erstmal ordnen. So. Zwei Äpfel können weg. Das Braungummi, das Schwarzgummi kann weg. Das Ausdauerband kann weg. Mehrere Georock-Brocken können weg. Dann nutze ich einfach die Eisendornen. Verlierbarsamen lasse ich zweimal dabei. Folterknecht kann weg. Und den Rest. Ne, Moment. Das Weißgummi nehme ich noch weg. Alles klärchen. Alles klar, dann ist alles deponiert, Schätzchen. Schätzchen. Weißt du Bescheid? So, was hast du im Angebot? Kraftreserve. Rückkehr. Fliehort, Wirbelort. Das sind eigentlich beide ganz nett, glaube ich. Rückkehr, ja, fügt dem Gegner Schaden zu, Kraft umso größer, je höher der IQ. Ja, gut, das ist jetzt noch nicht so nützlich. Fügt dem Gegner Schaden zu, Kraft sind vom jeweiligen Dungeon abhängig, in dem sie ausgeführt wird. Okay. Ja, nee, dann. Ja, da stehen ein paar Leute rum. Hast du neue Areale für mich? Nein, hast du nicht. Dann werde ich mein ganzes Geld wieder deponieren. Bitte alles einzahlen. Ich werde eifersüchtig darüber wachen. Ich habe schon wieder 7000 Gold und weiß nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich keine Partnerareale kaufen kann. Kleinheil, Sonnenhöhle, Feuerwerk, Klirrberg. Nimm mich mit. Nein. Bitte hilf Budox. Augumi, okay. Was gibt's da? 300 Poke und irgendwas. Nur 300 Poke. Ein paar Bellex hier. Skortiere zum Jorino. Es gibt ja eigentlich nichts. Du willst bis zur Ebene 10 mitgenommen werden. Oh Gott. 400 Poke nur dafür? Vergiss das. Ich glaube, ich nehme die Feuerwerk-Quest hier an. Und übe die aus. Und dann mache ich die auch, glaube ich, gleich. Denn das ist, ja, Feuerberg gibt, glaube ich, ganz gut XP. Und ist nicht eine Escort-Mission. Moment. Ich möchte Dark Soul besuchen. Und möchte Dark Soul mitnehmen. Zum Team. Das ist natürlich ein bisschen nervig, dass ich jetzt jedes Mal aufs Neue das Viech mitnehmen muss. Aber ich will Absol dabei haben. Und wir gehen in den Feuerberg. Yay!
Auf welcher Ebene war eigentlich, ups, meine Mission? E8. Ja, das geht ja. So. Na, schauen wir mal, wo das... wo die Treppe ist. Naja, die Musik auf dem Feuerwerk ist so cool. Halt, Moment. Eisendorn fixieren. Danke. Und zack. Wow, 47. Ja, komm. Bums. Und tschüss. Danke. Und tschüss. Feuerberg E2. Oh, das ist gleich die Treppe. Das ist gut. Nehme ich gleich mit. So viel zum Thema XP mitnehmen und so, ne? Das Geld, das Geld. Apropos XP mitnehmen. Warum komme ich jetzt da drauf? Anwärtersuche. Keine. Na gut. Du siehst so aus, als wärst du eine Sackgasse. Ja, wärst du. Oh, ein Rotgummi. Das nehme ich mit. Oh, ein Taub. Ist das ein Tauboga oder ein Tauboss? Das ist sogar ein Tauboss. Wow. Hier gibt's Tauboss, das ist cool. Magby hebt Anziehung auf. Ich glaube, Anziehung brauche ich nicht unbedingt. E4. Saphir. Oder so ähnlich. Eorockbrocken. Ach komm, nimm mit. Schaden kann's nicht. Na, wieder, wieder, wieder. Ups. Ja. Da ist Geld. Geld! Und da ist ein Schneckmann. Was aufs Maul will. Und Booms! Danke. Und tschüss. Ja. Nein. Ach, fuck this shit. Ich suche jetzt einfach die Treppe. Die im Übrigen hier ist. Oh, ne, oh, eine Geheimbox. Eine Sammelbox, meine Linkbox, meine ich. Und zack. Und bums. Und tot. Und hoch. Dankeschön. Gehen wir nochmal hier lang. Auf, ups, U8 will ich. E8 meine ich. Nein. 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 So, danke. Wow. Ach komm, scheiß drauf. Ich suche die Treppe jetzt alleine. Ja, ist ja gut. Bitte, bitte, bitte. Danke. Ist schon cool, als Feuerberg über Lava. Als Feuerberg? Als Feuer-Pokémon über Lava gehen zu können. Und Rückkehr. So viel dazu. Ja, machen wir mal so. Mit Ruby, du schaffst das schon. Wow. Und Sui erreicht Level 21. Yay! Und ein Spezialband. Oh, komm, passt. E7. Da bin ich gleich ja schon auf meiner Questebene. Sobald ich die Treppe finde. Portrott! Bams! Bams! Und tschüss. Dab, die dab, die dab. Die. Oh, Kekleon. Was hast du hier? Ein Belebersamen für 800. Den nehme ich mal mit. Na, Apfel brauche ich glaube ich nicht. Warp Orb. Ja, passt schon. Ja, ich möchte bitte 800. Ach, scheiße, ich habe nicht genug. Fuck. Gut, Items. Belebersamen. Das Schlimme ist, wenn man die nicht ablegt, die Dinger. Dann verfolgt einen Kekleon. Kekleon ist, ups. Nein. Nein. Kekleon ist ein ziemlich fucking starker Gegner. Wenn es, also, man hat quasi kaum Chancen, es zu besiegen. Wenn man denn was klaut. Und das ist uncool. Treppe, 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 Treppe. Ach, Mann. Nöp, die döp, die döp, Needs Treppe. Ja, gut. Bums. Und wow. Bums. Und tot. Danke. Jetzt ist die Treppe wahrscheinlich irgendwo ganz am anderen Ende der Map. Map, Map, Map. Ja, ist gut. Nein. Dupdidu, wo bist du, Treppe? Ein Kurtel. Sag mal, kann ja nur noch ein Raum. Bleibt nur noch ein Raum übrig hier.
Hallo. Ach, da ist Sui. Hi. Kommst du mit? Jo, sehr gut. E8. Ich glaube, Pudok soll ich retten, ne? Ja, schauen wir mal, wo das Ding ist. Ach komm, ich laufe einfach auch so rum. Da ist eine Treppe. Da ist kein Pudox. Ach, Absol. Ja, gut. Oh, ein Galopper. Bleib. Und. Ach komm. Sui, du machst das. Du sollst keinen Heuler machen. Ja, okay. Danke. Nein, nicht teleportieren. So, danke. Hey, Pudox, where are you? Hier ist auf jeden Fall ganz viel Geld. Meine Teampartner machen Panik, weil ich nicht mehr da bin. Hä? Pudox? Hallo? Ach Gott, ja. Da ist Pudox. Wow. Hier ohne Feuer-Pokémon ranzukommen, ist ja die absolute Hölle. Also geht eigentlich gar nicht. Ja, ich will Pudox retten. Danke. Vielen Dank. Komm doch bitte später. Meine Fresse, wie hätte ich denn da sonst drankommen sollen, wenn ich kein Pokémon, kein Feuerviech gehabt hätte? Also, kein Feuerviech kontrolliere. Die anderen kann ich ja sowieso nicht kontrollieren, selbst wenn ich eins hätte. Ja, ich möchte gehen. Yay. Bam, badam, badam, bam, bam. Na, was kriege ich jetzt von dir? Mhm. 10 Georock-Brocken. Machen wir heute nicht großartig, lass uns Feierabend machen. Bis morgen dann. Jo. Speichern, erfolgreich. Sehr schön. Oh, Traum. Story. Ich habe wieder diesen Traum. Es ist schon eine Weile her. Du bist Gardevoir. Ja. Gardevoir. Es gibt so viel, was ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist nun meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja. Der Fluch Volnonas traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu dieser Präsenz ohne körperliche Form. Dein Trainer? Du meinst den Menschen aus der Legende von Volnona. Schrecklich, so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war eine furchtbare Person. Warum lacht sie dabei? Böse und hinterhältig. Er war keine nette Person, in der Tat. Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hast deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan. Doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hatte auch gute Seiten. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah? Du meinst Volnonas Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor Volnonas Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Wir Gardevoir sind ebenso. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das allein hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Bewundernswert, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte erwähnen, dass du... Was? Dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, so hast du auch dein Schicksal zu erfüllen. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Ein Erdbeben. Nein, warte! Ich habe noch mehr Fragen. Verdammt! Wieso ist der Traum zu Ende? Verdammt! Das ist doof. Das war ein Erdbeben, oder nicht?
Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Und ich glaube, Gardova sprach zu mir. Sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau. Was sagte sie noch? Instant Recap! Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Instant Recap! Warum wird es mir direkt nochmal erzählt? Ich hab das doch... Gardevoir weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meint sie damit? Tja. Wenn man das wüsste. Guten Morgen, Mii. Hm? Huch, was ist denn? Irgendwas nicht in Ordnung? Oh, ich verstehe. Das Erdbeben eben. Mii, machst du dir genauso viele Sorgen darüber wie ich? Ich hätte es wissen müssen, Mii. Simsalas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Es heißt, Groudon sei unheimlich stark. Und das bereitet mir etwas Sorgen. Aber auch Simsalas Team ist stark. Ihnen ist bestimmt nichts passiert. Wir haben uns abgesprochen und Simsala sollte sich mit seinem Team um Groudon kümmern. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier auf ihre Rückkehr zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns als Retterteam unser Bestes geben. Ich will Simsala retten. Ich weiß doch, dass das schief geht. Ein Dickter? Nee. Isso! Also ich bin Isso und das ist vorhin genau. Genau. Wir haben eine Notiz am Infopress. Genau. Bitte sieh doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Genau. Bitte hilf uns. Wir müssen jetzt gehen. Genau. Genau. Was war das denn? Was hat das zu bedeuten? Das kleine Pokémon, sagte der kleine Junge nicht, er hieße Isso? Ich glaube, er will, dass wir uns das Infrobrett der Pelipperpost ansehen. Infrobrett. Yo. Der Infro. Gegenteil vom Afro. Vielleicht haben Isso und sein Freund ein Problem. Und versuchen daher über das Infrobrett Hilfe zu bekommen. Da bleibt uns nur eins übrig. Gehen wir und sehen wir nach. Yo. Gebongt. Digga. Dupti-dupti-du Brüller. Ja, Steinurb. Was kann der denn? Moment. Ich habe doch eine Linkbox bekommen. Kann ich die schon... Konntest du das mit den Linkboxen machen? Nein. Nicht weitermachen. Nein, nicht weit. Ja. Nein. Nein. So, bei wem kann ich jetzt Linkboxen öffnen? Wohl nicht bei dir. Also ich wüsste da ja, wer das in den anderen Teilen gemacht hat, aber der ist nicht hier. Und so. Na egal, Infobrett. Linkbox gesucht, okay. Info. Könnte ich theoretisch machen, ich habe da eine Linkbox und so. Bestrafe Mankey! Oh ja. Sondermission. Tumultwald. Belohnung? Fragezeichen. Ne, ich nehme es mal an. Okay. Am Infobrett hing und... Habt ihr den Job ausgehängt? Yep, ja. Genau! Eine fiese Mankey-Bande läuft amok in unserem Wald. Die sind total wild. Wir haben alle Angst. Genau. Wir wissen nicht, warum sie sich aufführen. Aber sie sind immerhin... sie sind immer mies drauf und greifen jeden an. Genau. Oh nein, das ist ein Problem. Mii, wir sollten gehen. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Genau. Der Tumultwald steht jetzt für Erkundungen offen. Yay. Nehmen wir die Linkbox gesucht auch noch an. Lapishöhle U8. Ja, nee, das schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ausüben. Ach, der andere ist jetzt direkt als... Die andere Quest ist jetzt direkt als Story-Mission, glaube ich, verfügbar. Ja. Gut. Dieses und vieles weiteres machen wir aber dann im nächsten Part und so. Das war's dann also von mir für heute. Bis denn dann, Leute, und see ya.